Hallo. Hallo? Kannst du mich hören? Ja. Wieso hast du denn nicht... Ach, egal. Ganz schön cooles Schnabeltier hast du. Was liest du da? Ein Buch. Über Schnabeltiere? Nein. Oh, das finde ich super. Hey, willst du vielleicht Leuchttürme? Was? Es gibt noch genau 16 Leuchttürme mit fresnelschen Linsen zweiter Ordnung in unserem Land. 9 von ihnen sind an der Küste und einer war vor seinem Umbau ein historischer Leuchtturm mit Kerosinlampe. Ach so, darum geht es in deinem Buch. Sag mal, möchtest du vielleicht mal irgendwann mit mir zusammen ins Kino einen Film ansehen? Ich weiß nicht. Ist schon okay, du kannst in Ruhe darüber nachdenken. Kann ich nicht. Warum? Kein Datum, keine Uhrzeit. Oh, naja, wie wäre es an diesem Samstag um 8? Na? Iva, ich glaube, das System hängt... Ja. Oh, klasse! Schon gut. Ich nehme an, die Einzelheiten klären wir dann später? Tja, ich werde dann mal. What's ist schön, wer hier am Verzweifeln ist. Was? Was schaust du mich so erwartungsvoll an? Du meinst sicher, dass ich jetzt noch einmal ausspreche, wie unglaublich peinlich diese Vorstellung war? Vergiss es, den Gefallen werde ich dir nicht tun. Lass ihn doch, er war eben noch ein Kind. Gerade du solltest ja wissen, wie man sich da fühlt. Was soll das denn heißen? Halt die Klappe, wir müssen weiter. Halt die Klappe ist nicht mein Name. Okay. Sehr interessantes Gespräch, das eigentlich ins selbe Horn bläst wie vorher auch. Ist, wie gesagt, ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass sie Autistin ist. Hat wieder alles so richtig schön drauf hingedeutet. Sie hat detailverliebt aus dem Buch vorgelesen, hat eine vollkommen andere Auffassung davon gehabt, wie man in Gesprächen antworten muss und hat auch einfach mal geschwiegen, wenn es nicht notwendig war zu antworten. Finde ich sehr interessant und ich fand das Gespräch richtig süß gemacht eigentlich. Und unser Freund des Schnabeltiers auch wieder dabei. Ein Plüschschnabeltier. Naja, vielleicht, wenn man es aus dem richtigen Winkel betrachtet. Nein, absolut nicht. Nichts zu machen. Mensch, Watts, was ist los mit dir? Du verliebst dich ja noch in das Schnabeltier am Ende, hä? Buch wieder hoch, okay. Gut, nach oben können wir, glaube ich, nicht. Ich finde es sehr interessant, wir haben keine Musik, das ist richtig... ungewöhnlich, richtig still. Was zum Teufel war das denn, Mann? Wieso? Ich hab mich verabredet. Gott, das war ja erbärmlich. An deiner Stelle wäre ich da einfach reingeplatzt und hätte die Kleine sofort klar gemacht. Ungefähr so. Hey, du, ausgehen. Ich, du, jetzt. Das ist einfach schrecklich. Ich weiß, aber es wäre immer noch besser als das, was du da gerade durchgezogen hast. Ist er nicht schön, ist er nicht nett, ein wahrer Freund? Hat sie dir eine Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Na, hat sie? Halt die Klappe, Mann. Siehst du, ich bin nicht die Einzige, die Leuten immer sagen muss, wann sie die Klappe halten sollen.
und plötzlich fühle ich mich geliebt. Sehr gut. Okay, das kennen wir schon. Hätte sein können, dass noch irgendwas anderes kommt. Dann schauen wir mal in die Klassenzimmer rein. Das sieht nach Kunstunterricht aus hier, würde ich sagen. Leonardo da Vinci hat geübt, indem er Eier malte. Fässer sind wie sehr große Eier. Bitte was? So gesehen werdet ihr alle sehr große Da Vincis. Bestechende Logik. Ganz toll. Ah, mit den beiden können wir uns wieder unterhalten. Großer Gott, wie konnte ich mich nur von dir überreden lassen, dieses dämliche Fach zu nehmen? Oh Junge, ich kann dich so verstehen, ich kann es so nachvollziehen. Ich hasse Kunstunterricht und ich habe ihn gehasst. Ist er zum Glück schon längst vorbei bei mir. Habe ich gleich nach der 10. sofort abgewählt. Schon 7 Jahre her, dass ich das letzte Mal im Kunstunterricht gesessen habe. Wow, erstaunlich. Ach komm, stell dich nicht an, das macht Spaß. Nur wenn man malen kann. Übung macht den Meister. Klar, sicher. Nach diesem Schuljahr werde ich nie wieder einen Pinsel in die Hand nehmen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, denn wir haben ja im Haus am Leuchtturm, also in der Realität, in der Gegenwart, haben wir ja Bilder gesehen, die einen sehr persönlichen Bezug zu John hatten. Ich könnte mir vorstellen, dass er die selbst gemalt hat. Von daher denke ich, er hat später wieder einen Pinsel in die Hand genommen. Ich weiß nicht, ob ansonsten irgendwo ein Hinweis darauf war. Ich kann mich jetzt zumindest nicht dran erinnern. Hör auf zu mosern. Ich bin mir sicher, du wirst lernen, es zu mögen. Warum müssen wir überhaupt den ganzen Tag dämliche Fässer malen? Ich finde diesen Vergleich geil. Fässer sind wie große Eier. Gut, wir gucken erstmal hier unten rein. Das sieht wieder nach einem anderen Klassenzimmer aus. Niemand? Wirklich niemand? Wenn das so ist... River, warum gibst du uns nicht die Antwort? Ich weiß, dass du die Antwort kennst. Wir warten, River. Na schön, dann müssen wir wohl... Er stach am 3. August 1492 in See, von der spanischen Stadt Palos de la Frontera aus, die 1322 gegründet wurde und an Alva Perez de Guzmán fiel, der zu diesem Zeitpunkt gerade das 14. Lebensjahr erreicht hat. Ist gut, ich wollte nur das Datum. Seht ihr, war das jetzt so schwer? Lieber Himmel, haben alle Leute wie Sie so ein fast fotografisches Gedächtnis? Nicht wirklich, wobei ich glaube, dass ihr Mustergedächtnis oft sehr ausgeprägt ist. Ja, es gibt ja auch Künstler, beziehungsweise ich kenne jetzt bloß einen Künstler, ich weiß nicht, wie der heißt, aber wenn der malt gern Stadtsilhouetten aus dem Gedächtnis heraus. Das ist schon ein paar Mal im Fernsehen gekommen, also den habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Der fliegt in einem Helikopter 20 Minuten lang über irgendeine beliebige Stadt, die er noch nie vorher gesehen hat, und malt danach aus dem Gedächtnis heraus ein riesiges Bild, 1:1, also nicht 1:1 von der Größe her, aber von dem, was man sieht her, von der gesamten Stadtsilhouette, nur aus dem Gedächtnis heraus. Also das ist Wahnsinn, was manche Autisten teilweise für Gedächtnisleistungen aufbringen können. Das ist echt erstaunlich. So, ansonsten gibt es hier auch nichts zu besprechen. Schauen wir mal nebenan noch rein. So. Psst, sie kommt zu uns rüber. Alt-Tab, Alt-Tab! Notiz Alt-Tab, oh, da bin ich gespannt. Notiz Alt-Tab erhalten. Notiz Alt-Tab, Lebensretter, ja. sehr gut, gefällt mir. Können wir noch was besprechen? Psst, achso, kennen wir schon. Gut. Alt-F4, noch besser, ja, gut. Haben wir noch ein paar? Alt-Tab, nee, das war's, okay. Gut, okay. Wir haben 3 Memory Links, das hat jetzt leider keinen gebracht. Abgeschlossen. Cafeteria, nur in den Mittagsstunden geöffnet, okay. Dann kommen wir da wohl leider nicht rein, aber wir haben ja noch hier drüben einen Raum, da werden wir wahrscheinlich die letzten 2 Links finden.
das wär's. Beim nächsten Mal sollte der Flaschenmal besser etwas, besser sein. Eine Aula. Die könnten wir für später gebrauchen. Ich kann nicht glauben, dass die Spielfeldmarkierungen in seinem Kopf rechteckig sind. Oh, da ist wohl jemand Basketball-Fan, hm? Finde ich aber süß, finde ich schön gemacht, dass sie das eckig gemacht haben. Das gefällt mir. Hat sich vielleicht auch einfacher zeichnen lassen, kann auch sein. Huch, okay. Was machen die? Einarmige Liegestütze? Und eins und zwei und drei. Uff. Na schön, du hast gewonnen. Hurra! Gut, finde ich okay, dass man auch mal Erinnerungen hat, die überhaupt nichts mit River zu tun haben und die vollkommen belanglos eigentlich sind. Gehört ja auch zur Erinnerung, zur Vergangenheit mit dazu. Diese Erinnerung, dass man halt einfach mal, ja, sich dran erinnert, wie man halt irgendwelche Wettbewerbe sich geliefert hat mit seinem besten Freund, ne? Und ich glaube, jetzt ist die Cafeteria offen, so wie die gerade herübergerannt sind. Ja. Dann werden wir da wohl unser Memento finden und den letzten Memory Link. So. Schauen wir doch mal. Klar ist sie was Besonderes. Besonders langweilig nämlich. Ich meine, schau sie dir doch mal an. Wie sie da sitzt, allein, den ganzen Tag, mit dieser gruselig deformierten Ente als Plüschtier. Das ist keine deformierte Ente, das ist ein Schnabeltier. Ein... Was? Hör auf, dir Tiere auszudenken. Wie auch immer, sie ist so dermaßen neben der Spur. Als wäre sie von einem anderen Planeten oder so. Ich weiß, ist das nicht cool? Sicher. Wenn man auf Aliens und solches Zeug steht, dann wahrscheinlich schon. Aber mal im Ernst, wenn du durchgeknallt sein willst, warum hängst du nicht einfach mit den Emos und Gothics rum? Naja, zum einen will ich mir nicht die Haare ruinieren. Und die Tatsache, dass wir schon unsere Schubladen für sie haben, macht es nicht besser. Sieh mal, Nick. Ich will einfach kein durchschnittlicher Junge in einem Ozean durchschnittlicher Leute sein. Warum zur Hölle sollte es denn deine Identität ändern, mit ihr zusammen zu sein? Ich meine, du wärst dann einfach ein Typ, der mit einem schüchternen Mädchen rumhängt. Sie ist nicht einfach nur schüchtern, Nick. Irgendwas an ihr ist anders. Naja, anders zu sein ist auch nicht immer so toll. Weißt du denn überhaupt, ob sie das wirklich will, anders sein? Vielleicht will sie einfach nur dazugehören, so wie alle anderen auch. Und wenn das so ist, wäre es nicht hilfreich, sie in die andere Richtung zu drängen, oder? Hör mal, Nick, die Sache ist die, ich weiß, was ich brauche. Und dieses Mädchen hat es. Also willst du sie, weil sie etwas hat, aber nicht um ihrer selbst willen? Das ist eiskalt, Mann. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Ich weiß es. Ich glaube übrigens, du hast Unrecht. Die Menschen sind nicht durchschnittlich. Jeder ist auf seine Art etwas Besonderes. Das erzählen doch nur irgendwelche Omas.